Hallo, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Path of Exile. Ja, ich sag mal, wir haben ja den Akt 3 jetzt mehr oder minder erfolgreich abgeschlossen. Ich habe mir gedacht, zwischen den Akten können wir eigentlich wunderbar mal unser Hideout, mein allererstes Hideout einrichten. Und da ich ja hier bei Haku, dem Armor Master, für den tue ich ja immer am meisten, habe ich mir gedacht, das passt vielleicht ganz gut, wenn ich denn den einfach mal nehme und dass ich jetzt vielleicht bei dem testweise einfach mal mein Hideout kreiere, eröffne, einbaue. Ich habe ja noch nie ein Hideout gehabt, ich weiß gar nicht, Vorteile, Nachteile. Dachte mir aber, das mache ich jetzt einfach mal. Ich glaube, dass man auch so Tagesmissionen und sowas dann bekommen kann. Das wird ja auch mal ganz interessant sein. Also machen wir doch you mal. You are one that pays heed to your heart, warrior. If that were a common skill, then Rayclass would not be as it is now. Genau. Oh. Das ist jetzt mein Hideout hier. Und nu? Kann ich jetzt hier drüber? Kann ich jetzt hier überall hinspringen, aber... Ja, ich dachte, ich hätte jetzt schon. Naja, mal gucken. Also der hat ja jetzt hier wahrscheinlich irgendwie eine Aufgabe. Das ist hier mein Hideout. Naja... Ich hatte mir ja irgendwie so eine idyllische Wiese irgendwie vorgestellt, oder? Ja, mal gucken. Also wir werden doch mal gucken. Was hat er denn zu erzählen, der nette Haku? The seed is nothing to look at while it lies in your palm. That is why Tar-4, father of the forest, gave us the power to dream. Ah ja, okay. So, also ich würde jetzt mal sagen, claim the Hideout. Also das heißt, er hat es mir jetzt gezeigt, denke ich einfach mal, dass ich mir das eben angucken kann. Und, naja, also ich sag mal, ich habe zurzeit bei keinem anderen Master irgendwie den Level 3 erreicht. Also werde ich den wohl jetzt einfach hier mal nehmen, ja? Ja, dann machen wir mal. It is easy to forge a kingdom, harder to keep it. You will need allies, warrior. As you chose me, choose them just as carefully. Okay. Und nun? Ach so, jetzt ist das also meine. Das heißt also, ich habe jetzt hier auch meinen Stash, auf die ich zugreifen kann. Ihr seht, ich habe hier noch ein bisschen Kram. Ist eine längere Geschichte, wo ich das her habe. Erzähle ich nachher vielleicht nochmal. Ja, so, und jetzt kann ich hier quasi wahrscheinlich, aha, von da in das Hideout. Also ich werde das jetzt mal austesten. Einmal hier. So, und dann habe ich gehört, ich weiß natürlich nicht, ob es stimmt. So, ich will mal kurz gucken. Click Travel to your Hideout. Ja, es geht, okay. Naja, ich sag mal, so ist das schön Wasser und so, ne, scheint bestimmt immer die Sonne. Da werden wir gleich mal gucken, da werden wir uns ja noch irgendwas erzählen wollen. Wir gehen jetzt mal dahin. Ich will mal ganz kurz was probieren. Denn ich habe irgendwo gelesen, dass man bis zu 2 Meister oder 3 irgendwie abhängig von... Ich weiß gar nicht, wovon das abhängig ist. Da. Der hat hier irgendwie was... We all need a quiet spot in which to rest and reflect, Crusader. Had a vision that hinted at you having found such a place. And me praying only last night for somewhere to polish and bless my trinkets in peace. Far be it from me to invite myself where I'm not wanted, but I'm sure you could find it in your heart to house a man of the faith. So, genau. Das heißt, ich könnte ihn jetzt einladen. Irgendwie hat man auch Vorteile davon. Muss man mal gucken. Also ich gehe jetzt erstmal wieder zurück, bevor ich jetzt hier irgendwen einlade. Ich habe auch irgendwo gelesen, also wen man unbedingt nehmen sollte, ist, sag schon, Vorici oder so, weil, der wohl, also die haben wohl alle so besondere Fähigkeiten und bei, wenn man Vorici nimmt, wenn ich das richtig weiß, dann kann man damit seine, ich meine, die Gems irgendwie ein bisschen verbessern. So, wir gehen jetzt aber mal zurück. Wir wollen jetzt erstmal gucken, was Haku uns da Schönes, Feines zu erzählen hat. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob der da jetzt vielleicht weg ist. Das mache ich jetzt nochmal. Ist denn Haku jetzt hier weg oder was? Ja, der ist jetzt hier weg. Mann, das tut mir leid für euch anderen Spieler. Haku ist jetzt meiner. Gucken wir mal. Also gehen wir mal hin. Ich denke mal, für die anderen Spieler wird er wohl noch da sein. So. Und nun? On this table I am able to shape the material and the spiritual. Forge armor that protects the body and the soul in equal measure. Given time and the guidance of the ancestors, I can teach you this art. If you feel worthy of such an honor, that is. Okay.
Also genau, das ist so eine Workbench. Wo war die jetzt? Habe ich die jetzt? Ach so, okay, und jetzt könnte ich mit ihm hier Crafting machen oder was? Habe ich das denn jetzt gebaut? You are a welcome sight. Create a hideout? Brauche ich doch nicht, habe ich doch schon. Dismiss, also ich kann die auch wieder rausschmeißen übrigens. Purchase. Ah, das kann ich alles kaufen. Favor kostet 3,50. Okay. Ach so, die muss ich aber hier gegen Punkte und so kaufen. Ja. Ja. Achso, das sind jetzt welche von ihm da. Okay. Okay. Shield Charge. Ja, okay, die wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Decorations war das. So, das heißt, das habe ich aber schon hier. Right-click this item. Okay, das heißt, ich kann das jetzt hier irgendwo hinbauen. Bauen wir doch mal dahin. Nee, ein bisschen hier, ein bisschen da. Ne, lassen wir mal ganz kurz. Ich will das mal hier weg. Ah, ne, Menü. Also, Decorations. Warte, machen wir den hier. Kann ich den nicht irgendwie ein bisschen verschieben? Ne, kann ich nicht. Okay, also dann bauen wir das mal hier irgendwo auf. Und zwar da. So. Okay. To move in. So, to move in. Drag it or press arrow keys. Das heißt, ich kann das jetzt. Also, und jetzt kann ich das noch hier ein bisschen verschieben. Ich finde, das könnte hier ganz gut. Genau. Okay. Achso, noch kann ich das so versetzen oder was? So. Ja. Und jetzt kann ich hier Crafting machen. Gardaui warrior must die in battle if he is to earn his seat at the table of the ancestors. It's been that way since the dawn of Gardaui. It will be that way until the dusk. Yet there is more than one way to skin a seal. The spirits you bring me, I return to the battlefield. Armor and spirit bound together in the service of the father of war, Tukuhama. The ancestors know this. Respect this. They welcome a fallen spirit as they welcome the dying. Okay, sag mal goodbye und nun. Oh. Aber was kann ich da jetzt mit machen? Ja, ich will aber nicht mehr. Dann. So. Und was das? Ach so, okay, das hätte ich auch so machen können, ja. Ja, alles klar, okay, sehr gut. So, ich will jetzt aber hier irgendwas mitmachen. Ah, Crafting. Ah, jetzt kann ich hier wohl was reinlegen von meinen Items. Und dann kann ich das. Can apply to Grasbonis Helmet Shields. Increased Armor. 40 bis 52%. Wow. Und das kann ich so mit allen Sachen machen, oder was? Könnte ich das jetzt hiermit machen? Tatsache. Und dann kann ich das hier. This item may not have another prefix mod. Also mit denen scheint das irgendwie gar nicht zu gehen. Also mit dem jetzt hier muss wahrscheinlich irgendwie eins sein. Wahrscheinlich war es schon irgendwie. Also mit dem geht es jedenfalls schon mal nicht. Und mit dem geht es bestimmt auch nicht. Ach so, ah. Das würde gehen hier.
You do not have the currency to buy this mod. Das heißt, ich müsste erstmal das haben. Und dann könnte ich hier tatsächlich auch die Armor noch ein bisschen aufrüsten. So, ich will mal gucken hier. Also das Ding hier geht irgendwie gar nicht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum. Ah, 20 bis 25, da wird das zum Beispiel gehen. Ja, Dexterity ist mir Stärke, würde ich ja, könnte ich vielleicht noch nehmen. Das heißt dann, okay. Da kann ich das jetzt noch weiter aufpimpen. So, ich würde mal sagen, wir werden mal im schlimmsten Fall, werden wir das mal plus 17 zu Stärke. So, wir wollen mal gucken. Und was kostet mich der Spaß? Okay, das hat er schon. Das hat er schon. Die Welt, das interessiert mich eigentlich nicht so sehr. Increased Armor, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. So, also 5 Stück davon. Da wollen wir noch mal hinlatschen. Besorgen wir uns mal die 5. So, ich habe mir übrigens hier so schicke farbige Laschen gekauft. Oh, die 5 habe ich auch gerade noch. Die habe ich auch noch über. So, die habe ich ja auch gerade noch über. So, das geht nicht. Increased Armor finde ich gar nicht schlecht, wenn ich ehrlich bin. Increased Evasion finde ich gar nicht schlecht. So, und hier kann ich das irgendwie mischen. Warum auch immer. Also es ist auch viel sinnvoller, beides. Ist vom Level her ist das scheinbar egal. Wird vielleicht ein bisschen weniger. Sein wird, ist vielleicht gesamt oder so. Ich weiß das nicht. Also ich könnte mir das jetzt hier ganz gut vorstellen. So, wir wollen mal gucken. Armor hat der jetzt 80. Machen wir mal, ja. Probieren wir mal aus. Ich hoffe, der verliert da nicht irgendwie was. Und dann craften wir das mal. Und Armor 112. Das ist ja cool. Warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht? Das ist ja stark. So, was können wir denn hier noch Schönes machen? So, okay, das was rot ist, geht wahrscheinlich nicht, genau. Und das was hier dann eine andere Farbe hat, das geht dann schon, so. Ja, das weiß ich. Equipped Animated Guardian drops item on death. Das sagt mir jetzt gar nichts. Aber ich sag mal hier 20, 25 zu Stärke ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Kann man jetzt nicht anders behaupten. Geht das auch mit solchen Sachen? Wahrscheinlich nicht, ne? Weil das hier ja der Rüstungsbauer ist. Aber hier würde das zum Beispiel auch noch gehen. Irgendwas würde hier bestimmt auch noch gehen. Ne, da geht leider nichts. Doch, da. 35 bis 44 zum Maximum Life. Also das ist mir doch allemal wert. Vor allem, ich habe ja von den Dingern auch noch so ein paar. Kann ich ja mal so, einfach mal so frech sagen. Und von denen habe ich auch noch ziemlich viele. Also ich würde mal sagen, wir könnten jetzt hier, also da ich die Rüstung momentan noch nicht verändern will, könnte ich natürlich jetzt hier durchaus noch ein bisschen was machen. Also das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Craft. Da, ich bin über 1000! Ja! So, dann wollen wir doch nochmal gucken, was haben wir hier noch Schönes. Die Schuhe, wollen wir mal schauen. Kann ich mit den Schuhen irgendwas machen? Nein. Kann ich mit dem Gürtel was machen? Nein, ich meine, das steht da ja auch immer, ne? Schuhe. Doch, Schuhe auch. Boots geht auch. Body Armors, Helmets, Shields. Helmet. Helmets. So. Was haben wir hier noch? Haben wir hier noch was? Für Stärke. 26 bis 30. Finde ich besser. Können wir auch. Kostet mich 8. Ist eine ganze Menge. Machen wir mal. So, jetzt habe ich doch bestimmt schon. Oh, richtig viel. Was können wir mit dem Helm noch machen? Ah, ich bin ja im Kaufrausch, ne? Ich muss nachher erstmal wieder hier. Ich muss aufpassen. Sonst habe ich nachher gar keine Orbs mehr. Den hatten wir noch vergessen. Die hatten wir.
Ja, die hatten wir schon. Den hatte ich. Den hatte ich. Das habe ich gemacht. Habe ich den Helm wirklich schon da drinne gehabt? Ja, habe ich schon. Ach so, Target is corrupted. Okay, da geht's dann gar nicht. Ja, da hatte ich ja... Ja, okay. Ja, aber das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Finde ich. Jetzt wäre die Frage... Jetzt werden wir mal gucken. Ich will doch gerne mal sehen, ob ich dann tatsächlich... wo Richie schon hier einladen kann. Wir wollen doch mal gucken. Word has it that you've recently founded yourself. Ja, habe ich auch. If we are to build ourselves. Okay. So, wenn ich den jetzt eben invite. Though you hide your sophistication well, okay. I simply knew. So, zack, weg ist er. Wieder einer, der nur mir gehört. Und dann gehen wir mal in unser Hideout. Und dann müsste ich den dritten müsste ich jetzt überlegen. Da wüsste ich jetzt so ad hoc nicht wen. Now to even more important matters. The noble science of. So, und zwar. Artisans Bench. Ja. Nee. Edit. Nix. Edit. Dann. So there you are. Wo war denn das? War das hier? Wo war denn hier mein... Eben war der doch noch da. War ich schon wieder... Nee, Hideout. Da, genau. Achso, Rechtsklick. Ja, brauchen wir da mal dahin. Ne, kannst ruhig so bleiben. Dann. Und jetzt noch mal schauen. Achso, hier kann... Sockel, genau, so war das. Also ich kann jetzt hier quasi... die Sachen hier nehmen und kann den... Kann die, was weiß ich, so ein bisschen anpassen. At least, also mindestens zwei blaue Sockel, bla 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 bla. Wollen wir mal gucken, ich will doch mal schauen. Wen nehmen wir mal. Ich glaube, hier kann ich wahrscheinlich gar nichts machen. So. Und jetzt ist natürlich alles rot. Und warum? Weil die nicht leer sind. So, ich mach die mal leer. Und dann schauen wir mal. Und da wird er wahrscheinlich... Genau, weil der schon so viele Sockel hat. Das ist hier ein bisschen das Problem. Und ich weiß nicht mehr, war so. Obwohl, sowas wie das hier hätte ich doch eigentlich ausprobiert. Ah, ja, okay. Das heißt, ich kann das jetzt also farblich so anpassen und gestalten, wie ich das will. Also nicht mehr nur dem Zufall überlassen. Okay. Ich meine, das ist ja natürlich ganz praktisch. Ne? Wenn man jetzt so ein paar... Hatte ich ja öfter mal schon, dass ich irgendwie ganz bestimmte Farbe irgendwie gebraucht habe. Okay. Alles klar. So. Und jetzt wäre natürlich die Frage... Yes, what is it? Daily Mission. Das heißt, ich könnte mir jetzt auch... Den habe ich übrigens schon auf Level 3. Könnte mir auch eine Daily Mission holen. So, komm, was möchtest you du? You are a welcome sight. Machen wir mal. Mal gucken, was passiert. The ancestors watch over you, warrior. Und dann muss ich damit, ja? In den vergessenen Wald. Und jetzt... Weiß ich natürlich nicht so ganz, was denn hier... Tala Moana, warrior. It is time to bring another of our warriors home. Okay. And hurry. The corruption. Ja. Ich wollte eigentlich nur mal gucken, ob denn hier noch irgendwie was anderes ist. Aber das scheint hier irgendwie so eine kleine Minimap zu sein. So, und hier muss ich mich jetzt beeilen. Hoffentlich startet die Zeit auch erst, wenn ich da reingelatscht bin. Sonst hätte ich natürlich jetzt schon unnötig ein bisschen Zeit verschenkt. So, ich muss ihn jetzt also innerhalb von 2 Minuten... Gut, gut. Oh nein, hier ist eine Abzweigung. Ich hoffe mal, ich komme trotzdem. Ich habe mich jetzt hier hoffentlich für die richtige Richtung entschieden. Ja, da hinten ist er.
So, jetzt müssen wir noch den Typen da wahrscheinlich jetzt erstmal erledigen. Sonst werden wir... Oh, einen Diamantring können wir immer brauchen. So, jetzt müssen wir natürlich den Spirit hier schnell mal einsammeln. Schnappen uns noch, was wir hier kriegen können, ohne jetzt lange zu gucken. Und jetzt muss ich wieder raus in der Kürze der Zeit. Okay. So, ich werde mich jetzt hier gar nicht so lange mit denen hier abquatschen. Keine nette kleine Teestunde. Ja. So wie das auch aussieht. Was ist das? Oh, dreimal die gleichen Links aneinander. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. So, und dann werden wir jetzt zusehen, dass wir hier rauskommen. Wupp. Und return to the master. I was right to place my trust in you, warrior. Kadui or not, the way rewards those that walk its path without fear and without remorse. So, und schon sind wir hier bei dem Level 4. Goodbye. Und dann kann ich natürlich jetzt wieder in mein Hideout marschieren. Were you and I now in my homeland of Na Makanui, I would mark your skin with the honor of Na Mahu, mother of fire. Oh, jetzt krieg ich ein Tattoo, ne? Oder was ist das? It is she who lights the fire in the belly of the warrior, and it is your duty to nurture that fire. To fuel it with das the cinder ja cool. of battle until it burns erste, so brightly, mein erstes Kampftattoo krieg ich jetzt. It blinds the eyes of your enemies and sears their fearful hearts. Okay, ist ja eine Daily-Mission, also kann ich die natürlich jetzt hier nicht machen. Rausschmeißen werde ich ihn nicht. Wenn ich das richtig weiß, wenn man ihn rausschmeißt, ich weiß auch gar nicht, ob ich die Bench dann hier noch behalten darf, dann ist das so, dass man wohl wieder bei Level 0 anfängt. Das heißt, man muss wieder alle, bevor man ihn wieder einladen kann, muss man wieder alle, Missionen wieder machen, oder man muss wieder alle Level von vorne machen, bis man ihn wieder einladen kann. So, oder ihn wieder reinkriegen kann, oder ich weiß auch gar nicht, ob sich das Hideout jetzt auflösen würde, weil ich das ja von ihm jetzt habe. Gibt bestimmt schönere Hideouts als dieses, aber naja, obwohl, wenn ich da so an die Meisterin des Todes da irgendwie denke, ich glaube nicht, dass es so viel besser ist. Okay, was wollen wir jetzt machen? Wir wollen doch mal gucken. Purchase Items, kann ich jetzt vielleicht noch coolere Sachen hier bei ihm kaufen? Ne, den hattest du vorhin schon. Das ist gar nicht schlecht. Hätte ich sogar, ne? Level 31 müsste ich doch eigentlich locker sein schon, ja. So, und zwar 2% of damage leached as life. Das heißt also, wenn ich Schaden mache, kriege ich auch Leben wieder zurück. Sind zwar nur 2%, aber immerhin. Ja, das interessiert mich jetzt eigentlich nicht so. Shield Chart. Pushing Away. Nee, das ist auch nicht so interessant. Aber der ist gar nicht so schlecht. Ja, das war das Hideout. So, jetzt könnte ich bei dir hier wahrscheinlich auch noch so eine Daily Mission machen. Die sind aber immer so blöd. Ich töte ja meistens die Zielpersonen aus Versehen. Also wenn ich sie am Leben lassen soll zumindest. Das interessiert mich jetzt gar nicht so sehr. You want something? Nee, okay. Nee, momentan will ich gar nichts. Und ich meine, man kann bis zu 3 Stück einladen. Das heißt, ich weiß auch gar nicht, ob ich die jetzt wieder einladen und rausschmeißen kann. Wenn ich ihn jetzt rausschmeiße, ob dann auch die Bench hier wieder weg ist. Ich meine, das wird mich ja nicht stören, wenn ich dann wieder ganz von Anfang an anfangen machen will. Ich will ja jetzt auch gar kein anderes Dings mehr haben. Also man könnte das natürlich mal ausprobieren, testweise. Ja, weiß noch nicht so recht, ob ich das so machen soll. Soll ich ihn mal rausschmeißen? Also den, also Haku und den treffe ich, die treffe ich ja komischerweise. Ich weiß natürlich nicht, was ich so in der nächsten, im Akt 4 denn, wen ich da treffen werde. Ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich den einfach testweise mal rausschmeiße. Um zu gucken, ob ich dann trotzdem die Bench hier noch behalten darf. Obwohl, ich kann ihn ja jetzt auch noch erstmal drinnen lassen, ne? Ist ja jetzt nicht so schlimm. Also ich weiß ja eh noch nicht, wer der dritte ist. Wenn es nachher überfüllt ist, dann müsste ich mir da vielleicht mal was, ein bisschen was überlegen. Aber jetzt lasse ich das erstmal so. So, dann kann ich doch hier eigentlich mal zumindest meine Orbs und meine Gems erstmal wieder zurücklegen. Die brauche ich jetzt nicht. So, dann habe ich hier den Krempel, den kann ich mir dann beim nächsten Mal anschauen.
So, ich glaube, so ein Ding ist gar nicht schlecht, glaube ich. Obwohl, wenn da alle drei Sockel unterschiedliche Farbe wären, der wäre natürlich besser, aber na gut, was soll's. Ja, war ganz interessant. Jetzt habe ich ein Hideout. Schöne Geschichte. Wird mir ganz praktisch sein. Also da muss ich sagen, gar nicht schlecht. Also ich muss jetzt vielleicht nochmal gucken, was könnte ich denn noch machen. Also ich muss mich mal informieren, was ich denn für Sachen kriege bei den anderen Meistern. Ich denke mal, Waffen wäre jetzt hier für den Helden nicht ganz so kriegsentscheidend. Magie könnte ich mir ein bisschen vorstellen, wenn wir da ein bisschen besser werden. Wenn wir da irgendwas machen können. Aber ja, muss mal gucken. So, Sockel ist natürlich immer interessant für Ausrüstung. Muss noch mal schauen. Also kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich werde mich da mal schlau machen, wenn ich da als nächstes noch nehme. Und dann schauen wir einfach mal. Ja, ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das war für euch genauso interessant wie für mich. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.